Heute sind wir als Hüter der Gerechtigkeit unterwegs. Ich muss jetzt nur ein paar Emotes irgendwie herausfinden. Warte, ist das gewollt? Keiner kann mich sehen. Und jetzt gehen wir auf Verbrecherjagd. Oh, das ist ein ziemlich guter Zufall. Hallo. Batman? Hallo, gibt es hier Verbrecher? Batman. Ist hier alles okay, Jungs? Nein, er tötet mich. Wer? Der mit dem pinken Hut. Du lebst doch, du bist doch gar nicht tot. Ey, Hendo. Scheiße. Einsteigen. Steig ein jetzt. Kannst du ja auch ein Airstrike? Oh! Was sollte das? Das war aus Versehen. Aus Versehen tut man niemandem weh. Das war aus Versehen. Ich glaube nicht. Weißt du, was ich am meisten hasse? Nein. Menschen, die aus Versehen anderen Menschen wehtun. Hast du das verstanden? Was machen wir jetzt? Ich will sowas nie wiedersehen. Kapiert? Kapiert. Fährst du mich noch zurück? Batman, im Namen der Gerechtigkeit. Irgendwie finde ich meinen neuen Job als Batman für Arme schon gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, das öfter zu tun, ja. Oh, was ist das denn? Warte mal. Eine Sperrzone. Oh, ich kann die Stimme echt nicht lange so machen. Dort findet ein Verbrechen statt. Da muss ich hin. Oh. Warte mal, was? Hey, was ist hier los? Batman! Was ist hier los? Batman! Braucht ihr Hilfe? Ja. Unbedingt. Dann erzählt mir, was hier los ist. Die Frage war immer noch, was ist hier los? Es ist schon zu Ende, wir hatten Waffenlieferung. Ach so. Tschüss, Batman! Schade, Mann. Doch kein neuer Job für mich. Eigentlich muss ich einfach nur im Kreis fahren und auf Verbrechen achten. Und sobald ich ein Verbrechen finde... Batman, Gerechtigkeit! Was ist deren Problem? Hallo? Hallo. Batman. Braucht ihr Hilfe? Ja, jagen sie Leute für uns, oder? Wenn es Verbrecher sind. Es sind Verbrecher. Ja, der sieht genauso aus wie wir. Der heißt Lamello O'Neill. Wenn sie den schnappen, ja, tun sie der gesamten Stadt etwas Gutes. Was hat er gemacht? Er ist ein Riesenverbrecher. Er ist ein Koks-Dealer. Koks? Koks, Waffen, alles. Kokain. Genau. Wie war sein Name? Lamello O'Neill. Lamello. Ich schnapp mir Lamello. Dankeschön. Lamello O'Neill, hä? Wie kann ich es wohl schaffen, einen Typen zu fangen... Ah, Lamello O'Neill, da ist er ja. Später. Wen haben wir denn da? Ist das etwa... Lamello O'Neill. Ayo, ayo. Bist du Lamello? Nee, bin ich nicht. Obwohl, doch bin ich. Was denn jetzt? Bitte nicht töten. Bist du Lamello O'Neill oder nicht? Mir wurde gesagt, ich soll Lamello töten. Lamello, du kommst jetzt mit. Jo, was machen wir jetzt? Steig ein, als Beifahrer. Oh, ich... Ey, tschüss! Wechsel das. Mann, Lamello. Jetzt muss ich den sogar noch erst wiederbeleben, ey. Wei, oh, wei, oh, wei. Oh! Entschuldigung. Im Namen der Gerechtigkeit. Ja, ich hab Lamello verloren. Eine Ewigkeit später. Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für dich tun? Ich muss dringend ins Krankenhaus. Schnell. Ach so, warte mal, das ist da oben. Im Namen der Gerechtigkeit. Bruder, ich bin vom DOJ, das darfst du gar nicht sagen. Fahr jetzt ins Krankenhaus, na los. Ich fahr so schnell ich kann. Wo ist dein Batman-Mobil eigentlich? Warum hast du kein Auto? Das ist kaputt gegangen. Ich dachte, das Ding ist unzerstörbar. Reden wir nicht drüber. Danke. Hau rein. Medic, wo ist hier ein Medic? Hey, ja. Wo ist hier der Arzt? Ich hab gefragt, wo der Arzt ist. Bitte einmal ablegen. Na los, reparier ihn. Im Namen der Gerechtigkeit. Hey, Flossen hoch. Bin ich tot? Ärztliche Hilfe oder ist alles bestens? Der Mann braucht nichts mehr. Komm mit jetzt. Was soll ich machen? Steig ein jetzt. Bitte tun Sie mir nichts. Du machst mir das Leben unnötig schwer. Warum? Wie warum? Warum mache ich Ihnen das Leben? Halt die Schnauze jetzt, Lamello. Okay, wie heißen Sie? Batman. Na los, aussteigen. Nach vorne. Komm jetzt her. Na los jetzt. Beeil dich. Hier hin, vor die Tür. Und hinknien. Hier geschossen. Ja, ich habe einen Verbrecher gefangen. Der Verbrecher wird ausgeliefert. Ich bin kein Verbrecher. Dieser Mann dealt mit Waffen und Kokain. Ach so, wie? Ey, dann können wir den halt durchsuchen. Ja, ja, bleib mal hier. Bleib stehen. Jo. Bleib stehen. Bitte nicht, ernsthaft. Ey, warte mal, ich hab den. Aua! So, beide Hände hoch. Für die Gerechtigkeit. Oh, das hört sich ja gut an, ne? Das ist eine Wasserpistole, ja. Nee, ich sehe da auch Munition, sehr viel dazu. Nein, das ist eine echte, das ist keine Wasserpistole. Hat er mir eingesteckt. Das ist gelogen. Er hat sie mir geschenkt. Dieser Mann ist hochkriminell. Batman, wollen Sie den anderen noch hochholen und wir machen mit denen? Sehe ich aus wie ein Arzt. Ja, wer weiß, vielleicht können Sie alles. Das Einzige, was er machen kann, ist Lügen erzählen, ja? Sei leise, Verbrecher. Ein Retter der Gerechtigkeit. Richtig kalt, ja. Yeah. Was macht der denn da? Das hier ist eine Drogenroute. Okay. Ja, alles klar. Hey.
Was machst du da? Das ist mein Router. Was macht man hier? Ja, macht man LSD. Drogen, kommen Sie raus. Kommen Sie sofort da raus. Machen Sie Ihre scheiß Hände nach oben. Wiederholen Sie, was Sie hier taten. Ich mache hier meine Arbeit. Was für eine Arbeit? Ich mache für meine Tiere. LSD für Ihre Tiere? Sind Sie ein Tierschänder? Nein, nicht für die Tiere hier, kein LSD. Glaubst du, ich mach Spaß? Es ist kein LSD. Sondern? Für die Tiere Futter. Verarschen kann ich mich alleine. Mach dein Moped auf, na los. Steig auf, na los. Steig auf jetzt. Moment. Ich sag's nicht nochmal. Steig da auf. Gib mir dein ganzes LSD. Gib mir die scheiß Drogen jetzt. Ja. Schneller. Ich kann nicht so schnell, bei mir hängt alles. Ja, bei dir hängt einiges. Mach jetzt. Ja. Gib mir die scheiß Drogen jetzt. Bist du taub? Ich mach es doch. Ob du taub bist, gib mir die scheiß Drogen jetzt. Wie viel waren das? Alles. Mach ich. Schneller. Ja. Mach jetzt, sonst vergesse ich mich hier gleich. Ich mach es doch. Wie unfassbar verzweifelt er gehofft hat, ne? Wie unfassbar verzweifelt er wirklich geglaubt hat. Aber ich habe das Gefühl, so von der Stimme her und von der Art und Weise, wie er geredet hat, ist das jemand, der jetzt über Discord seine Freunde ruft. Würde ich einfach mal so vermuten. Und genau deswegen werde ich mich jetzt hier in diesem Busch verstecken und mal gucken, ob da wirklich seine Freunde über Discord ruft. Junge, wär das wild. Irgendwo hier lege ich mich in einen Busch rein, damit ich eine gute Sicht auf den habe. So, ich bin gut versteckt und getarnt. Ja, und jetzt heißt es eigentlich einfach nur warten und hoffen. Irgendwann später. Oh nein, ein Medic. Nein. Der belebt ihn wieder und dann... Nee, der macht mir einen Strich durch die Rechnung. Auf gar keinen Fall. Oh nein. Der Medic hat ihn runtergesaugt. Jetzt liegt er da unten. Der Medic hat ihn einfach runtergesaugt. Jetzt liegt er da. Das ist ein Verbrecher. Passen Sie auf. Hände hoch. Ich bin MacGyver. Die scheiß Hände hoch. Hey, was soll denn das laufen? Ob du taub bist, habe ich gefragt. Ja, was soll denn das? Bist du taub? Gib mir jetzt deine scheiß Drogen. Ich hab keine mehr. Du hast mir die nicht gegeben. Gib mir die scheiß Drogen jetzt. Es sind keine Drogen. Was ist das dann? Was ist LSD? Für meine Kopfschmerzen, Mann. Medikamente mache ich damit. Ich mach dir gleich Kopfschmerzen, mein Lieber, wenn du mich verarschen willst. Ich weiß, wer du bist. Wer bin ich unter dieser Maske? Wer bin ich? Sag ich nicht. Ich kenne aber deine Stimme. Wer bin ich? Sag mir, wer ich bin. Du wirst schon sehen. Wie heiß ich? Hä? Sag ich nicht. Ich weiß, wer du bist. Wer denn? Sag's mir. Na los, wer bin ich? Sag ich nicht. Sag meinen Namen. Nicht. Ich weiß, wer du bist. Sag meinen Namen. Nein, deine Stimme kenne ich. Warum macht man das, hä? Ich gebe mir schon voll Mühe. Ich bin extra mit einem Batman-Outfit unterwegs, verstell meine Stimme, so dass sie mir die ganze nächste Woche lang wehtun wird und er macht trotzdem den Miesen. Ich kenne sie an ihrer Stimme. Ich weiß, wer sie sind. Bro. Später. Der Mediziner ist wieder da. Geil, da war ja richtig schnell diesmal. Der denkt sich auch gleich, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Tschüss, Medic, bye bye. Und ich schnapp mir jetzt meinen Verbrecher. Ich seh dich, steh auf jetzt. Was soll denn das laufen, David? David? Ja, es reicht. Wer ist denn jetzt David? Ja, ich hab den Namen gesehen. Ich bin Batman. Ja, du bist Batman, du bist David, du bist nämlich mit auf der komischen Route. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, ich bin Batman. Ja, du bist Batman, ich weiß, wo du bist. Du bist von Support und heißt David. Oh mein Gott. Und als Rechter. Weil ich führe selber einen Start. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Hast du ein bisschen was von dem LSD genascht, was du da oben gesammelt hast? Nee. Also was laberst du da? Ich labere nicht. Ich weiß es. Was laberst du für eine Scheiße? Weiß man nicht, warum du das machen tust, warum du uns laufend jagen tust, warum du uns laufend störst bei unserer Arbeit. Ich weiß es nicht. Was heißt denn laufend stören? Ich habe einen Tipp bekommen, dass hier LSD angebaut wird. Ich bin gekommen und habe gesucht. Da habe ich dich gefunden. Ja, klar. Ich jage Verbrecher für diese Stadt. Ja, wir sind ja nicht bei... Batman, wir sind nicht ja in Horrorfilmen und so. Ich weiß ja nicht, was ihr alle genommen habt. Was für Horrorfilme? Kann ich weitermachen jetzt mit meiner Arbeit? Hör mir mal zu, du kleiner Scheißer. Ich bin kein Scheißer. Ey, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Du bist jünger als ich. Diese Menschen sollte man... Das hier ist meine Stadt. Und hier machst du, was ich sage, kapiert? Ach, das ist deine Stadt. Ich sorge für Ordnung und Gerechtigkeit. Ich habe gedacht, die Stadt gehört Devin. Devin hat euren Server gemacht, nicht du. Oder hast du mitgeholfen, den Server aufzubauen? Bitte helft mir hier raus. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht. Frankie ist bei Continente, der Bruder bei Continente. Du bist oben in Support mit. Ich habe den einen Tag euch geguckt, wo du unsere Drogen abgekauft hast. Ich glaube, du hast irgendwie eine Gehirnerschütterung, kann das sein? Die habe ich garantiert nicht. Du laberst ja nur Scheiße. Ja, wenn du meinst. Wenn du, der Mönch geht
Nein, hey, hey, halt die Fresse, ja. Halt die Fresse. Und jetzt gib mir das ganze Geld. Nein, ich geb dir kein Geld. Geld darfst du nicht abnehmen. Gib mir jetzt das Geld und die Drogen, na los. Nein, du, das Geld gebe ich dir nicht. Gib mir die Drogen, na los. Geld gebe ich nicht. Ich sag's dir jetzt noch ein letztes Mal. Gib mir die scheiß Drogen jetzt. Ich hab keine Drogen. Das ist eine Beleidigung. Du bist eine Beleidigung. Ein Schandfleck für diese Welt. Oder du. Ich bin die Gerechtigkeit. Du bist Gerechtigkeit. Als Spider-Man verkleidet. Hey, David, übertreib es doch nicht. Moment, ey. Als wer verkleidet? Du bist verkleidet. Als Spider-Man. Als Batman. Du bist verkleidet. Ich kann das wirklich nicht. Ich will nicht mehr. Ich kann mir auch alles anziehen, wenn ich ein Support wäre und hätte Kräfte und was ich alles. Könnt ruhig alles aufzeichnen. Ja, sowas von egal. Und genau. Ich darf von euch ja schikanieren. Und genau das. Ich habe genau dasselbe Recht. Ja, auf diesen Server wie ihr. Und genau das ist eines der Videos, wo die Leute mit... Jeden Tag bezahle ich für diese scheiß Router. Und das ist gerade wenig. Kannst du mal ganz kurz die Schnauze halten, ja, für eine Minute? Ich hab keine Schnauze, ich bin kein Hund. Halt mal kurz den Mund für eine Minute, kapiert? Genau das wird wieder eines der Videos sein, wo die Leute mir unterstellen, das ist gefaked. Ich schwöre das. Also, ich meine, wie geht das? Ja, der will abhauen, ey, Moment. Halt an, ich bin die Gerechtigkeit, halt an. Du bist die Gerechtigkeit. Gib mir zuerst die Drogen. Dann schieß doch. Nein. Hallo, du sollst drogenfrei leben. Du sollst drogenfrei sein. Gib mir die Drogen jetzt. Ich sag's dir letztes Mal, gib mir die Drogen. Gib mir die scheiß Drogen. Gib mir die Drogen jetzt. Gib mir die Drogen. Gib mir die Drogen. Gib mir jetzt die Drogen. Oh. Digga, der Typ, ne, der ist wirklich von einer anderen Welt. Das ist deine letzte Chance, dein Gewissen und dein Leben reinzuwaschen. Gib mir die Drogen. Du bist von oben. Du bist von oben. Oben bist du. Von oben. Von oben bist du. Von oben, wo ist die Knarre? Das ist die Knarre der Gerechtigkeit. Die macht gar keinen Schaden. Ich kann sie nicht benutzen. Nein, er wird aufs Motorrad aufsteigen und wegfahren. Nein, nein. Oh nein. Ich bin nicht Batman. Ich bin American Sniper. Hat sich das ganze Fortnite-Spielen doch noch ausgezahlt, ne? Ich hab dir doch gesagt, gib mir dein Geld und gib mir die scheiß Drogen, du Wichser. Guck mal, ich scheiß auf dein Gesicht. Schön große Köttel. Köttel der Gerechtigkeit. Ich bin Batman, Hüter der Gerechtigkeit und des Toilettenpapiers. 20 Minuten später. Medic, ja. Es geht weiter. Ja. So ist gut. Schön hochholen. Oh nein, er wird wieder aufsteigen. Du steigst nicht auf, hast du das kapiert? Batman, lassen Sie mich doch mal in Ruhe. Hör auf mit der Scheiße jetzt. David, hör auf jetzt. Ich heiße nicht David, ich bin Batman. Du heißt David. Nein, ich bin Batman. Du heißt David. Ich habe es gesehen. Du bist nicht Batman, du bist David. Du bist Möchtegern Batman. Ich bin Batman, gib mir jetzt dein ganzes Geld. Du kriegst mein Geld nicht, geh arbeiten. Warte, nicht. Nein. Mach das nicht. Warum? Mach das nicht, du wirst es bereuen. Warum? Tu es nicht. Gib mir jetzt dein ganzes Geld und gib mir die Drogen. Du kriegst mein Geld nicht und meine Drogen auch nicht. Warum nicht? Weil ich das selber erarbeitet habe. Weißt du, wie schwer die Marktwirtschaft ist? Das ist mir egal. Gib mir jetzt die Drogen. Das ist mir aber nicht egal. Ich habe meine Familie zu ernähren. Gib mir die Drogen und ich lass dich in Ruhe. Was willst du denn mit den Drogen? Vernichten. Geh doch auf deine Drogenroute. Ich will sie vernichten. Gib mir jetzt die Drogen. Nein. Okay. Zerstörung fremdes Eigentum ist. Damit du hier nicht wieder auf dumme Ideen kommst, ne? Okay, Zerstörung fremdes Eigentum. Gib mir jetzt die Drogen. Nein, ich brauch die wieder für meine Kopfschmerzen. Ich mach dir gleich Kopfschmerzen. Ja, die hab ich schon. Warum hast du mir den Kopf geschossen? Ich hab so eine Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen, ich weiß. Jetzt gib mir die scheiß Drogen. Gib mir jetzt die scheiß Drogen. Kann ich nicht tun. Gib mir die Drogen jetzt. Ja, ich lass mich nicht von dir vollwichsen. Ey, was bist du für ein Perverser? Gib mir jetzt die scheiß Drogen, du Wichser. Nein, was wichst du mich denn voll hier? Ich sag's dir ein letztes Mal. Nein, das ist meins. Er soll mir doch einfach nur die Drogen geben. Mann, der hat LSD gefarmt wie ein Irrer. Der soll mir einfach die Drogen geben, dann vernichte ich die. Die Stadt ist sicher. Er kann aufhören, die Drogen selber zu konsumieren, damit er auch aufhört, so komische Scheiße zu labern. Von wegen, Devin ist der Server-Admin, du bist ein Supporter. Und dann ist endlich Ruhe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich würde mich gerne hier in diesen Busch reinlegen. Oh mein Gott. Ja, okay, das reicht. Das ist gut genug. Und dann warten wir erneut auf den Mediziner. 6,5 Stunden später. Medic ist da. Nein, das ist nicht passiert. Die Medics haben den gerade revived und er ist einfach von der Brücke gefallen und wieder gestorben. Ich kann das langsam nicht mehr. Bitte, helft mir. Komm, ich lauf da jetzt mal hin. Nein, nein, die nehmen den mit. Nein, nein, die nehmen den mit. Och nö. 1 Minute 37 Sekunden später.
Hey, Bartgesicht. Ja, bitte? Wir haben uns doch eben unterhalten, ha? Situation ist erledigt. Wie? Situation ist doch erledigt. Wie erledigt? Du hast mir noch nicht die ganzen Drogen gegeben. Gib mir die Drogen jetzt. Nimm die Drogen aus dem Safe und gib mir die. Ich habe nur 5, aber kann ich dir geben? Warte, ich geb sie dir. Kannst du kriegen, warte, ich geb sie dir. Ja, ihr heißt sie. Ja, warte, ich geb sie dir, ja. Willst du mich verarschen? Du spielst gerade mit dem Arm der Gerechtigkeit, ist dir das bewusst? Mit was spiele ich, junger Mann? Mit dem Arm der Gerechtigkeit. Mit dem Arm der Gerechtigkeit? Was ist denn das? Das hört sich ja an, ja, wie Vater Unser. Hallo? Hallo, hier ist Batman. Da wird deine ganzen Drogen haben. Dieser Batman? Mann hat mich eben Spider-Man genannt. Ey, Batman, du bist voll der Hurensohn, wollte ich dir sagen. Du? Du bist voll der Bastard, ne? Superman ist besser, du Bastard. Das war er selber nicht. Du bist voll der Hurensohn. Du willst Drogen? Ja, warte, ich geb dir Drogen, okay? Gib mir jetzt die ganzen Drogen, du Arsch. Ja, so nicht, ein bisschen netter. Du dumme Sau. Oh, was bin ich? Was bin ich? Das sind ja Beleidigungen. Man darf auf diesen Staat nicht beleidigen. Du bist eine dumme Sau. Okay, schön, bin ich heute dumme Sau, ist ja egal. Steh ich drüber. Eine fette dumme Sau. Wenn du meinst. Ich kann abnehmen, wenn ich fett bin, aber Dummheit nimmt nicht ab. Gib mir jetzt dein Geld. Mein Geld gibt's nicht, geh arbeiten. Mach den Safe leer, gib mir die Kohle jetzt. Geh arbeiten, Junge, weißt wie schwer es ist. Was für Arbeiten? Geh du doch arbeiten. Arbeiten. Hast du nicht gelernt oder was arbeiten? Gib mir jetzt das scheiß Geld, das ist Drogengeld. Bist du Hartz-IV-Empfänger oder was? Hartz-IV gibt es hier nicht, das ist Los Santos. Nö. Das ist illegales Drogengeld, gib mir dein Geld jetzt. Das wird reichen. $500, willst du mich verarschen? Mehr habe ich nicht. Mach den Safe jetzt leer. Nee, du wolltest Drogengeld. Ich mach mein Safe nicht leer. Für was hältst du dich? Ich bin die Gerechtigkeit. Gib mir jetzt das scheiß Drogengeld. Du kriegst von mir keine Drogengeld. Bist du bekloppt oder so? Du dreckiger Dealer. Du bist ein hässiger Dealer, Alter. Du bist ein dreckiger Dealer. David, das reicht irgendwann. Ich heiße nicht David, ich bin Batman. Ich hab's gesehen, wo du mich erschossen hast. Da stand David. Wo steht das? Wo steht das, wenn jemand erschossen wird? Ich hab sogar Bodycam gemacht. Haha, ich hab alles. Ich hab Bodycam alles. Das wird mir hier zu doof. Ja, ich schneide das nachher zurecht und dann werde ich das schön überall verbreiten. Das wird mir hier zu doof. Ich gehe. Ja, besser ist. Ey, der Typ, der ist wirklich von einem anderen Planeten. Schade, dass ich heute ohne Facecam aufnehme. Wirklich schade. 1:37 später. Was ist seine Mission? Ah, ich weiß, was er gemacht hat. Das ganze LSD-Zeug, was er gesammelt hat, das kann der hier bestimmt zu einem Verarbeiter bringen. Das hat er vor. Oh, das heißt, der hat ganz viel Stuff dabei. Boah, hier stehen aber ganz schön viele Arbeiter. Hey, Dumpfbacke, komm jetzt raus aus dem Kreis. Du kannst mich mal schön am Arsch lecken, so schön geschmeidig. Gib mir alles, was du dabei hast. Gib mir alles, was in diesem Auto ist. Na los. Am Arsch, Digga. Gib mir alles, was in dieser Karre ist, aber schnell. Ich geb dir gar nichts. Von mir gibt's nichts, du Birne. Gib nichts, geh arbeiten. Aber ich will das LSD auch haben. Geh arbeiten, Junge. Ich sag's dir ein letztes Mal. Ja, ich sag's dir auch das letzte Mal. Lass mich einfach in Ruhe und fuck mich nicht ab, Alter. Erst wenn du mir deine Drogen gibst. Hey, David, du nervst langsam. Ich heiße nicht David, ich heiße Batman. Du heißt David. Ich habe Bodycam gemacht. Du heißt David. Ich heiße Batman. Du heißt Batman am Arsch for you, ja. Vorhin war ich noch Spider-Man. Weißt du, bist es mir sowas von egal, weißt du? Und wenn du fliegende Holländer bist, weißt du, du bist ganz einfach nur eine Witzfigur. Eine Lachnummer. Gib mir jetzt die verdammten Drogen. Drogen? Was für Drogen heißt du? Hast du Cognac gesoffen oder was? Ich hab keine Drogen, du Blödmann. Du dummer Hund. Du bist ein dummer Hund. Gib mir jetzt die Drogen. Ich hab keine Drogen. Hast du viel geschnibbelt am Eisen oder was? Ich will jetzt die Drogen haben. Letzte Chance. Sonst rufe ich das Rad der Gerechtigkeit. Ach, da mach. Geh mir nicht auf den Sack. Sicher, dass du das Rad der Gerechtigkeit spüren willst. Du denn laufend von mir, ey. Ich will jetzt hier farmen und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab dich gewarnt. Ja, ich warne dich auch. Ich hab ihn gewarnt. Er wollte nicht hören. Ich hab eine Frage. Kann man bei ihm vielleicht ein Praktikum machen? Ja, aber da gibt es einen Aufnahmetest. Ja, ja. Was ist denn der? Kommen Sie mit. Stellen Sie sich hier vorne hin. Hier? Jawohl. Es gibt auch das Rad der Gerechtigkeit und dann gibt es auch noch die Ente der Gerechtigkeit. Okay. Wenn Sie die stemmen können, dann sind Sie mein Gehilfe. Ja, ich werd's ausprobieren. Bereit? Bereit. Ich glaube, sie werden kein Praktikum hier machen können. Kriege ich jetzt endlich meine Drogen? Ach du, ich nimm den mit. Kann ich den mitnehmen? Nein, ich kann den nicht mitnehmen. Doch, ich kann den mitnehmen. Keine Sorge, ich bringe dich ins Krankenhaus. Ich bin der verlängerte Arm der Gerechtigkeit. Halte durch, gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Oh Gott. Ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Doktor. Kommt da einer? Doktor, wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Dieser Mann steht unter Drogeneinfluss. Seien Sie vorsichtig. Der hat LSD zu sich genommen. Eine ganze LKW-Ladung. Ganze LKW-Ladung? Ja, wirklich. Eine ganze LKW-Ladung. Hallo, sind Sie wieder da? Ja. Batman, danke schön, dass Sie mich gerettet haben. Gerne. Und jetzt gib mir die scheiß Drogen. Ich habe keine Drogen, Batman. Gib mir das ganze LSD jetzt. Junge, was ist das eigentlich für ein Krüppel da? Wir gehen jetzt zu einem Bankautomaten. Ich geb dir kein Geld. 20 Minuten später. Hallo, ich wär... Ja, boost den mal weg. Oh nein.
hörst du mir zu? Ey, was soll denn das? Was soll was? Was soll das? Warum schießt du einfach auf die Leute? Wo hast du den Granatwerfer her? Ich habe keinen Granatwerfer. Warte, darf ich mal kurz dein Auto angucken? Du wirst da nicht einsteigen. Ich will nur mal gucken. Ich hab dich gewarnt, Dumpfbacke. Seien Sie vorsichtig, das ist ein Drogenjunkie. Ich bin kein Junkie. Hände hoch, Junkie. Mach die Hände hoch jetzt, Junkie. Du bist ein Junkie, du hast LSD gefressen. Du bist ein hässiger Dreck-Junkie, bist du. Du hast LSD gefressen. Du bist eine Gefahr für diesen Server, Alter. Eine Gefahr bist du für diesen Server. Weißt du, was du bist? Ja, Scheusal bist du. Was ist ein Server? Fremde Leute ermordest du. Verstehst Entschuldigung, du? Wir sind doch hier in Rechte aus. Los Santos. Alle Rechte aus, ey. Du, hallo. Das geht überhaupt nicht hier, ey. Sie gehen jetzt an den Automaten. Na los. Du kannst mir am Arsch lecken. Hey, Junkie. Junkie-Fresse. Du bist Junkie-Fresse. Junkie-Fresse, halt an jetzt. Hör auf abzuhauen. Junkie. Ich bin kein Junkie. Junkie anhalten. Junkie, hör auf damit. Ich bin kein Junkie. Du hast eine ganze LKW-Ladung LSD gefressen. Du bist nicht ganz dicht, bist du. Du weißt ja gar nicht, was du laberst. Ja, kann nur keine Ladung LSD fressen, bist nur ganz sauber. Du hast eine ganze LKW-Ladung verdrückt. Ehrlich, du hast bestimmt einen Schlag auf die Birne gekriegt, ne? Komm, wir fahren mal eine Runde. Darf ich einmal mit deinem super Auto fahren? Du darfst gar nichts mehr, du bist unter Drogeneinfluss. Du darfst nicht fahren. Hey, warum? Ich hab keine Drogen in mir. Du hast LSD gefressen, alles, was Nein, du gesammelt hast. Nicht. Warum ist es dann verschwunden, hä? Ach so, das habe ich weggeschmissen. Wie viele Finger halte ich hoch? Wie viele Finger? Vier, ne? Falsch, gar keine. Ich hab doch gesagt, du hast Drogen konsumiert. Okay, alles klar, gut. Scheiß Junkie. So, du gehst jetzt an den Automaten und holst dein ganzes Geld daraus. Du hast mal Loch im Kopf, oder was? Hol die Kohle daraus jetzt. Ich hole für dich Geld, du spinnst mal, oder was? Das ist mein Geld. Verpiss dich, Alter. Ich gebe dir gar kein Geld. Du kannst mich mal, weißt du wie? Hol das Geld daraus jetzt, sofort. Das gebe ich gar nicht. Ja, stell mich an die Tankstelle. Du hast Adminrecht und nützt die Ars, Junge. Was bist du für ein erbärmlicher Vogel, Alter. Ich bin ein Superheld. Ich habe Superheldenkräfte. Du bist Superheld. Du bist, ja. Supporter bist du. Supporter. Superheld, ja. Superheld aus dem Support, ja. Nix bist du. Einmal bitte die Säule 3. Du bist ein Mörder, bist du. Geh jetzt an den Automaten und gib mir dein Scheißgeld. Du kannst mich am Arsch lecken. Am Arsch hier, weißt du wie? Du kriegst mein Geld nicht. Du taugst nix. Du kriegst von mir nix. Kapierst man nicht. Du kriegst von mir nix. Hab sowieso nix zu verlieren. Kriegst von mir nix. Du kannst wie Kreuzfaser am Arsch lecken. Du kriegst mein Geld nicht, Bastard. Geh arbeiten, du Bastard. Weißt du, geh arbeiten, du Bastard. Du bist ein Bastard. Du bist ein Bastard. Du bist ein Erpresser und ein Bastard. Du bist selber ein Bastard. Ich will nur dein illegales Drogengeld. Ein Erpresser bist du und ein Bastard bist du. Selber. Du bist der größte Bastard. Selber. Gib mir jetzt das Drogengeld. Sie haben mir die Beine gebrochen. Sie haben mir die Beine gebrochen. Hilfe. Sie haben mir die Beine gebrochen. Hilfe. Retten Sie mich. Sind Sie in Ihrer Freizeit bei den Klimaklebern? Sie haben mir die Beine gebrochen. Hilfe. Retten Sie mich. Kein Problem. Ich rette Sie. Ja, ich schneide das nachher zurecht und dann werde ich das schön überall verbreiten.